Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim Talkradio. Gestern haben wir über Fetischismus gesprochen und heute können wir, wenn ihr Lust habt, über alles reden. Offene Sendung, offenes Talkradio heute Nacht. Also meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier in der Sendung zu unterhalten? 0130 2911, das ist eine kostenfreie Telefonnummer für euch, 0130 2911. Und ich begrüße als Ersten oder als Erste heute Nacht den oder die Schenai. Es ist die Schenai. Die ja. Schenai. Ich grüße dich, Domian. 25 Jahre, hallo. Richtig. Ja, meine Liebe. Ihr habt gestern über Fetische gesprochen. Haben ich wir. Schließe ein bisschen an. Ja. Und zwar geht es ein bisschen um Fetischstimme. Und Fetischstimme. Zwar habe ich als Job in jüngerer Vergangenheit sowohl als sogenannte Guiding Voice in einem Telefonanzeigen-Kontaktservice gearbeitet. Aha, was macht man da? Das heißt, man geht ins Tonstudio, ganz normal, also wenn man für einen Radio-Jingle oder für eine vorproduzierte Radiosendung das Band erstellen und es wird einmal aufgenommen, das heißt, schönen guten Abend, lieber Anrufer, du sprichst mit dem so-und-so-Service, bra bra bra, und der Rufnummer bra, pro Minute 1,23 Mark. Wenn du eine Anzeige abhören möchtest, dann sage jetzt bitte ja. Kennst du diesen Service schon? Dann sage jetzt bitte nichts. Piep. Und dann wird man halt durch diese Computerschleifen durchgeschleust. Und das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe so gar nicht Kontakt gehabt mit den Leuten, die da angerufen haben. Mhm. Aber was sehr viel spaßesreicher war, ich habe einmal und sollte nie wieder, und ich werde es auch nie wieder tun, obwohl es riesig Bock gemacht hat, einen Pornofilm synchronisiert. Einen Pornofilm synchronisiert? Ja, ja. Das ist ja scharf. Das war, naja, ob das scharf ist, wag ich zu bezweifeln, allerdings gut. Es ist, also 50% besteht da aus Stöhnen, ne? Und so Schreien. Ungefähr, ja. So ungefähr. Je nachdem ist der Prozentsatz auch ein bisschen höher. Ja. Aber es ist halt so, wie es halt beim Synchronsprechen ist. Man kriegt halt einen Take von ein paar Sekunden. Das kriegt man dann halt auf einem Bildschirm mit einer Startschere, also mit Rückwärtszählen von 5 bis 1 angekündigt. Schenai, welche Sequenz ist dir am schwierigsten über die Lippen gegangen? Es war eine Sequenz, das war ein mit deutschen Leuten gedrehter Film, die aber alles konnten, bloß nicht sprechen. Ja. Wenn es denn mal gefordert war. Und es war ein Mädel, das ein Striptease hingelegt hat. Mhm. Und die hat einfach nur von 10 rückwärts nach 1 gezählt. Mhm. Und da durfte ich also solche Sachen drauflegen wie, ich bin ganz heiß und ich bin ganz verrückt nach dir, mach's mir. Und all solche Kisten. Da habe ich mich also regelmäßig in die Ecke gelegt, weil auch die Dialogregie da keine Hilfe ist. Man kriegt also eine Dialogskizze in die Hand und dann darf man halt mehr oder weniger frei interpretieren, wenn man es denn so nennen möchte. Ist das denn eine Arbeit, wo auch sehr viel gelacht wird oder sind die Leute schon so abgezockt, dass denen das gar nicht mehr witzig erscheint? Die Leute, die in der Technik sitzen, für die ist das sicherlich der Fall. Die sind so massiv abgestumpft, dass ich mich frage, ob die es in ihrer Freizeit überhaupt noch schaffen. Aber lassen wir das. Nein, ich hatte einen Kollegen dabei, der das auch noch nicht so oft gemacht hat. Ich bin über den Studienkollegen da dran gekommen und wir haben uns wirklich also um sämtliche Disziplinen bemühen müssen, die wir nur ansatzweise an den Tag legen konnten. Ja, es hat unheimlich Bock gemacht und unheimlich spaßig. Und das ist halt immer wieder so auch mein kleiner, privater, in Anführungsstrichen, Fetisch. Bist du denn an diesen Job des Synchronisierens gekommen durch diese Telefongeschichte? Das war ein bisschen ein Doppeldecker, denn der Studienkollege, der mich dahin vermittelt hat, und zwei Ecken, der hat auch für beide Sachen gearbeitet um die Zeit. Ja. Das heißt, er hat mich halt an beide Sachen weitergeleitet und mit der Guiding Voice Geschichte mit den Telefonanzeigen ist dann nicht mehr weitergelaufen, weil ich jetzt auch in der Prüfung bin im Moment. Das heißt, ich habe die Sachen einfach erstmal ad acta gelegt. Studierst du? Ja, noch. Was machst du? Medienwissenschaften und Germanistik in Düsseldorf. Medienwissenschaften und Germanistik. Wobei, ich muss dir auch wirklich ein großes Kompliment machen. Die Stimme finde ich sehr schön. Herzlichen Dank. Ja, die ist klasse und die ist sicher auch sehr gut geeignet für solche Sachen, die so ein bisschen ins Erotische gehen.
Ja, wobei ich mich da nicht großartig verstellen muss. Also ich habe eine Gesangsausbildung, ich komme vom Bel Canto. Ja. Ich bin eine waschechte Altistin. Ja. Und das heißt, ich habe auf der einen Seite artikulieren und auf der anderen Seite modulieren gelernt. Ja. Allein schon durchs Musik machen. Gut, das ist so das Handwerk, aber dazu braucht man natürlich auch eine Stimmmasse und die ist irgendwie so da, finde ich zumindest. Führ uns doch irgendwas noch vor aus dem muss ich ja jetzt nochmal fragen, aus dem Pornofilm, irgendeine Synchronstelle. Ach, du lieber Gott, da muss ich jetzt im Moment mal ganz kurz mein Gedächtnis. Ach du lieber, es war eine Stelle dabei, wo sie mit ihrem Partner am Telefon was gemacht hat und in Ermangelung eines physischen Partners an ihrem Ende des Telefons dann irgendwie ein Labrador reingeschickt wurde. Und da bin ich völlig zusammengebrochen. Das war nicht drin. Ja. Da ist dann der O-Ton mehr oder weniger belassen worden, weil das ging mir über die Hutschnur. Also ich bin wahrlich nicht Brüde und muss auch nicht, aber irgendwie allein schon der Gedanke an Sodomie, das war's dann, ließ mir dann derartig die Nackenhaare nach oben steigen, dass ich gedacht habe, nein, danke, muss nicht. Ja. Da bin ich dann doch wieder zum Lokalradio zurückgegangen und habe mir da mein Geld etwas sauberer verdient. Verdient man eigentlich viel für so einen Synchronjob? Im Verhältnis wenig. Also dieser, wenn du einen Film hast von, sagen wir mal, 60 Minuten, dann wird der ratzfatz so schnell wie irgend möglich runtergeleiert im Synchronstudio. Das heißt... Wie viele Stunden dauert das? Oh wei, also ich habe 2 Tage hintereinander knappe 3 Stunden. Ja. Das heißt, es ging eigentlich. Und wie viel gab es dann bar auf die Hand? Es gab dann für die beiden Tage zusammen bar auf die Hand 200. Ja, ist auch nicht so doll, ne? Ist nicht so toll, ich dachte, dass es sehr hoch bezahlt wird, auch sowas. Aber nicht für Streifen, die noch unter dem B-Movie-Niveau liegen. Weil da sah man wirklich, also es ist nicht auf Betacam, also nicht auf dem Broadcast-Material gedreht. Also das war irgendein anderes System, weiß der Henker, weil es ziemlich nah am Consumer-Level lag. Machst du denn eigentlich im Privatleben auch die Erfahrung, dass die Männer auf deine Stimme abfahren? Oh ja. Ja? Oh ja. Setzt du sie auch gezielt ein? In der Tat. Ja? In der Tat, ja. Das macht mir auch immer regelmäßig unheimlich viel Spaß und prickelt auch immer unheimlich. Wie setzt du sie ein? Also ich hab schon mehrere Kisten, in Anführungsstrichen, wirklich übers Telefon angefangen. Aha. Wo ich halt im Rahmen von irgendwelchen Auftritten, die ich irgendwo klar gemacht habe, oder dann habe ich versucht, meinem anderen Lokalsender irgendwie redaktionell was zuzuschustern. Ja. Und habe dann hat es 2-3 Mal schon damit geendet, sag mal, siehst du so aus, wie du dich anhörst? Das würde ich total gerne mal rauskriegen, wann hast du Zeit auf einen Kaffee? Shinai, siehst du so aus, wie du dich anhörst? Wenn ich das wüsste. Also ich hab italienlange dunkle Haare, dunkle Augen und bin so ein mediterraner Typ. Ja, ist doch schon nicht schlecht. Ich bin nicht unbedingt das, was man ein Waschbrett nennt. Also ich bin nicht dick, auch nicht schlecht. Ich bin nicht dünn, ich bin Frau. Ja, wunderbar. Shinai, danke für deinen Anruf und viel Erfolg weiterhin. Tschüss. Tobias, 24 Jahre alt. Hallo? Ja, Tobias, hallo, guten Morgen. Oder lieber Domian? Wie du willst, mir ist es eigentlich lieber Domian. Ja, ja. Also ich habe eher ein ernstes Thema auf Lager. Ja. Und zwar geht es um Writing. Um was? Writing, das also, ich rede ums Graffiti-Sprühen. Graffiti-Sprühen? Genau. Ja. Das ist also ein sehr ernstes Thema. Und zwar geht es darum, dass wir... Du bist Sprüher. Ich bin Sprüher, du bist illegaler Sprüher. Illegaler Sprüher, genau. Du gehörst zu denen, die uns immer die schönen Bundesbahnwagen ansprühen und genau, sowas. So einer bin ich. Oder die Straßenbahn in Köln. Ja, nicht direkt in Köln, aber bei uns in der Umgebung schon. Genau. Ja. Mhm. Gut, angefangen hat bei mir alles 1984 und so. Ja. Und zwar kamen gerade diese Filme bei uns im Kino, dieses Wildstyle. Ich weiß nicht, ob das hier ein Begriff ist. Nee, ist mir kein Begriff. Also Wildstyle oder Star Wars, das waren hier damals, also 84, absolute Mega-Kino-Hits. Und in München hat das alles richtig angefangen, in Deutschland. Ne? Ja. So mit der ABC-Crew zum Beispiel oder mit Chemnot oder mit Sir Scout oder so weiter. Ja, und dann habe ich da auch was in der Zeitung drüber gelesen und es hat mich dann auch irgendwie, auch durch die Filme jetzt, so begeistert, dass ich mir gedacht habe, boah, das ist so krass, das ist so geil und das müsste ich einfach mal ausprobieren. Und dann hast du es ausprobiert? Da habe ich mir ausprobiert. Ich habe also mir 2-3 Sprühdosen im Geschäft damals noch gekauft. Heute klaust du sie? Teils. Wirklich? Ja, klar. Das war jetzt eigentlich eine Scherzfrage. Naja, egal, machen wir weiter.
Gut, also wie gesagt, ich habe mir dann die 3-4 Spraydosen irgendwie gekauft, damals noch. Und dann habe ich mir irgendeine Mauer genommen und habe eben mein erstes Bild damals gemacht. Mhm. Und das hat sich dann in den Jahren, habe ich meinen eigenen Style entwickelt. Also ich bin autodidakter Stylist. Ja. Und das hat sich dann, wie gesagt, in den Jahren so entwickelt, dass ich, wie gesagt, meinen eigenen Style entwickelt habe. Und irgendwie haben wir irgendwann mal einen Fehler gemacht. Wir sind dann nachher mit mehreren Leuten zusammen. Wir haben eine Crew, also eine Gruppe mit mehreren Menschen, die das gleiche Hobby dann drauf hatten. Eine Crew gegründet und sind dann nachts bei uns durch die Straßen gezogen. Ja, in München? Nee, wir rufen aus dem Ruhrgebiet an. Ja, ja. Und sind, wie gesagt, durch die Straßen gezogen, haben eben unsere Häuser und unsere Brückenpfeiler ein bisschen bunter lackiert. Ja. Und wie der Teufel so will, kam auf einmal ein Streifenwagen uns entgegen. Und die haben euch gepackt? Die haben uns dann natürlich gefickt, hat das bei uns im Jargon. Wir haben auch eine eigene Sprache entwickelt, das hat sich alles entwickelt. Ja. Auf jeden Fall wurden wir dann noch verhaftet. Und welche Strafe gab's? Weiß ich noch nicht. Das ist noch ganz frisch. Noch nicht ergeben. Wann war das? Das ist, lass mich nicht. Im April oder Mai letzten Jahres. Ach so. Ja. Tobias, machst du irgendwas anderes sonst auch noch? Arbeitest du? Gehst du zur Schule oder Uni? Ich bin am Arbeiten. Zur Uni. Du arbeitest auch noch. Ich bin am Arbeiten. Aber du bist ganz besessen von diesem Hobby, sage ich jetzt mal. Also mein Leben besteht eigentlich nur aus Graffiti-Sprühen und Hip-Hop-Musik. Ja, und dieses Graffiti-Sprühen ist ja nun mal was ganz Illegales, ne? Ja. Würdest du es auch machen, wenn es legal wäre? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt einmal diese legale Seite, das sind die Leute, die ihr Geld damit verdienen, ihren Lebensunterhalt, die den Leuten zeigen wollen, Mensch, ich habe was drauf, und das ist eben das, was erlaubt ist, ja. Ja, also wenn jetzt, ich sag es mal, wenn die Stadt euch jetzt irgendwelche großen Wände zur Verfügung stellen würde und sagen, hier Jungs, macht mal, aber verschont den Rest der Stadt, wäre das dann okay oder wird es dann immer noch kribbeln? Es wird nicht mehr kribbeln, auf keinen Fall mehr. Mhm. Es fällt dieser gewisse Adrenalinkick, den man entwickelt, wenn man nachts rausgeht und man weiß, man tut was Verbotenes. Ja, darauf wollte ich hinaus. Richtig. Ob das auch eine Motivation ist? Es ist absolut die Motivation. Ja. Es ist die Motivation schlechthin. Und das ist auch... Also wär euch dann doch nicht so damit gedient, wenn ihr irgendwelche Wände bekämt von der Stadt? Nö, ganz im Gegenteil. Ja. Wobei ich ja echt zugestehen muss, ich kann diese ganze Aufregung gar nicht verstehen, weil die meisten Graffitis, das sind wirklich kleine Kunstwerke und die verschönern doch sehr triste Brückenpfeiler, oder irgendwelche Wände oder weiß ich was. Oder auch irgendwelche blöden Wagen. Ne? Also na klar, es ist alles Kunst. Und ich sehe mich auch als Künstler an, genau wie ich und meine Kollegen insgesamt. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob die Leute lieber eine graue, beschissene, sag ich mal, Betonwand sehen. Mhm. Oder lieber ein geiles, buntes, knalliges, sehr künstlerisch begabtes Bild sehen. Ich denke es manchmal, wenn ich Bahn fahre, da sieht man das ja auch. Das ist einfach schöner, sowas zu sehen, als wirklich irgendeine alte, triste Betonwand entlang der Gleise. Ne? Ja. Und da muss ich noch ganz besonders auf die Methoden unserer lieben, lieben deutschen Polizei hinweisen. Also die Methoden, die diese Polizei, sag ich mal in Anführungsstrichen, bei uns angewandt hat, das ist unter aller Sau. Was haben die mit euch gemacht? Also, mal ganz langsam. Also sie haben unsere Telefone abgehört, also so eine Art Lauschangriff gestartet. Wir haben uns informiert, das ist illegal. Ja. Also von der polizeilichen Seite ausgesehen, ja. Sie haben unsere Häuser durchsucht, also unsere Wohnung, unser Privateigentum, auf den Kopf gestellt. Sie haben unsere Bilder gecrossed. Das heißt, sie sind in unsere Bilder reingegangen mit ihren Farben, nur um uns eins auszuwischen. Jetzt ohne Flachs. Ja. Also das ist schon richtig diskriminierend, wenn wir uns die Mühe geben, uns den Arsch aufreißen. Obwohl wir nachts lieber im Bett liegen könnten, aber nein, wir müssen unbedingt irgendwelche Wände besprühen und so. Aber unsere liebe Polizei muss jetzt irgendwie immer schikanieren. Also das kotzt mich dermaßen an. Ja. Und ich verstehe auch nicht, dass die immer so ein Hackmack machen und überhaupt die ganze Presse uns immer nur als Schmierfinken darstellt. Die Leute andererseits, weißt du, habe ich da schon Verständnis für, einerseits, was ihr da macht. Andererseits, wenn ich irgendwo, weiß ich, ein Haus hätte und eine Wand frisch angestrichen und ihr Brüder kämt dann da vorbei und würdet mir die vollsprühen, wäre ich wahrscheinlich auch sauer. Ja, klar, aber was wäre denn lieber, wenn wir euch die Fenster einschmeißen oder den Leuten die Fenster einschmeißen oder das ist schön bunt gestalten? Das ist ja nicht die Alternative. Ich merke schon, du bist sehr besessen davon. Ja, jetzt kann es ja passieren, dass du eine saftige Strafe bekommst. Ne? Könnte passieren, klar. Ja, und du willst trotzdem weitermachen? Es ist, also, ich sag mal ganz offen und ehrlich, ich müsste schon sterben, damit ich aufhöre. Mein Gott, Junge, so schlimm. Es ist, das ist dann eine Sucht. Ich bin noch nicht der Einzige. Das ist eine Sucht, ne? Ich habe Kontakte
in Hamburg, ich habe Kontakte in München, ich habe Kontakte in Köln. Ja. Also das geht auf der ganzen Welt, das ist eine ganze Szene. Es ist ein Lebensgefühl, ne? Es ist ein Lebensgefühl, es ist ein Lebensinhalt und das kann man nicht abstellen. Verbunden eben auch mit der Musik? Mit der Musik. Genau, ja. Klar. Also es werden immer wieder Züge rollen mit Kunstwerken. Ja. Mit geilen Bildern drauf. Es wird nie enden. Es können noch so viele Methoden angewandt werden. Ja. Ja. Und das Ganze wird auch ziemlich so dargestellt, dass wir nur Zerstörer werden. Ja. Das lässt sich so leicht wieder entfernen, das glaubt man gar nicht. Tobias. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Kann ich noch ganz schnell ein paar Leute grüßen? Bitte. Ganz schnell. Ganz schnell. Also ich grüße Chins, grüße ich Shade, Atom, Tanja, Mary grüße ich, die rüden utopischen Fantasien grüße ich und den Wutan-Clan grüße ich. Ich hoffe, es ist alles rübergekommen. Ich glaube ja. Wir sind eine ganz große Fangemeinde von dir. Tobias, danke. Ja. Okay. Schönen Gruß. Ciao. Das war der Tobias. Jetzt kommt der Thomas und der ist 26. Hallo. Ja, hallo, guten Morgen, Jürgen. Thomas. Grüß dich. Dein Thema. Ja, ich habe also ein ganz großes Problem. Und zwar, um es kurz zu sagen, ich stehe auf kleine Jungs. Und ist ja, in unserer Gesellschaft leider so, dass das sehr sanktioniert wird und natürlich auch schlecht ist. Und ich weiß natürlich auch, dass es verkehrt ist, wenn man sich an kleine Jungs ranmacht und die halt befummelt oder sonst irgendwas macht. Und ich stecke also in einem ganz großen Dilemma. Was heißt denn genau, du stehst auf kleine Jungs? Beschreib das mal ein bisschen eindeutiger. Ich gucke sie mir gerne an, ich kaufe mir, wenn ich es mal schaffe, wenn ich irgendwo mal Magazine kriege mit nackten Kindern, dann mache ich das. Und wie alt müssen oder sollten diese Kinder, die Jungs sein? Ja, ich sag mal so 12, 13, 14, so die Ecke. Ja. Und beschränkt sich das auf das Angucken bisher? Bisher ja. Ja. Nur fühle ich so langsam aber sicher, dass mir diese ganze Geschichte entgleitet. Ja. Und ich habe einfach Angst, eigentlich nicht mal meinetwegen, dass ich irgendwann einmal so weit komme, dass ich tatsächlich mich irgendwo mal an jemandem vergreife. Mhm. Warst du schon mal kurz davor? Ja, einige Male. In welcher Situation war das? Das war so im Schwimmbad gewesen. Und ich meine, da ist es natürlich halt so, dass die Leute ein bisschen weniger bekleidet rumlaufen. Mhm. Und ja, da war ich eigentlich schon mal so kurz davor, mich da an einen ranzumachen, so mal hinterhergelaufen und mal versucht, den in irgendeiner ruhigen Ecke zu erwischen, was mir Gott sei Dank nicht gelungen ist. Mhm. Und du sagst Gott sei Dank. Ja. Schließe ich daraus, dass du diese Neigung, sage ich jetzt mal so, als sehr problematisch für dich empfindest. Ja. Ja. Und das ist eben gerade dieses Problem, was ich dabei habe. Mhm. Suchst du auch gezielt solche Orte auf, wo ganz junge Jungs sind? Ja. 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 Wie lebensbestimmend ist das schon für dich? Wie oft in der Woche beispielsweise gehst du in ein Schwimmbad oder wo immer du auch hingehst? Ja gut, ich meine, es beschränkt sich eigentlich eher aufs Fernsehen schon fast. Moment, und weil ich trau mich eigentlich schon fast gar nicht mehr aus dem Haus. Mhm. Gut, ich habe meinen Job, da bin ich halt tagsüber beschäftigt und habe auch keine größeren Probleme damit. Mhm. Nur wenn ich dann abends nach Hause komme, kommt es halt gerne mal vor, dass ich mir mal so Kindersendungen angucke oder halt Sendungen, in denen Kinder vorkommen und ich gucke es mir halt gerne an. Mhm. Und das ist eigentlich fast tagtäglich. Mhm. Und es ist immer verbunden mit einer sexuellen Sehnsucht und einer erotischen Lust in der Vorstellung. Ja. Mhm. Und du hast keine anderen sexuellen Kontakte? Nee. Auch noch nie gehabt? Ich müsste lügen, also das ist lange her. Ich hatte zwar zwischenzeitlich mal so ein paar Sachen, aber das war alles recht kurzfristig und auch nicht von allzu langer Dauer dann, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann mit in Anführungszeichen normalen Menschen nicht anfangen dann. Wie lange beschäftigt dich diese Sache schon? Du bist 26 Jahre alt?
8 bis 10 Jahre. Ist also schon ein Großteil meines Lebens gewesen. Mhm. Nur, wie gesagt, in letzter Zeit hat sich das alles so ein bisschen ausgeweitet. Ja. Und ich habe einfach Angst, dass es mir tatsächlich irgendwann eines Tages entgleitet. Mhm. Und dass ich dann irgendwas mache, was ich nicht wieder gut machen kann. Ja. Also Thomas, ich habe dazu eine ganz entschiedene Meinung. Und diese Meinung ist, dass ich jeglichen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, sexuellen Kontakt, ablehne. Weil ich eben glaube, dass man als Erwachsener sehr, sehr viel Schaden anrichten kann. Selbst, ich weiß, dass es in dieser Szenerie die These gibt, ja, wenn das Kind es denn will, dann kann man das ja machen. Ich glaube das nicht, das ist so, dass es zwei ganz ungleichwertige Partner sind. Da ist der Erwachsene, der starke Erwachsene und das Kind und der Jugendliche. Und die Gefahr, dass man sehr, sehr, sehr viel kaputt macht, die ist einfach gegeben. Das ist gerade das Problem, was ich dabei habe. Ja, deswegen denke ich. Vom Intellektuellen her sage ich mir genauso. Ich glaube. Ich sage mir, es ist falsch, nur ich kann nicht gegen meine Gefühle machen. Nee, das kannst du wahrscheinlich selbst nicht mehr machen, wenn das so ausgeprägt ist. Ich glaube, dass das ein ernsthaftes, seelisches, psychologisches Problem ist. Ich glaube und bin sicher, dass du das nur mit Hilfe eines Fachmanns in den Griff bekommen kannst. Da hast du wahrscheinlich auch schon selbst drüber nachgedacht, mit welchem Ergebnis. Ja. Sicher. Nur es ist halt eine Geschichte, zum weltfremden Menschen hinzugehen und zu sagen, hallo, hier, so bin ich und hilf mir mal. Gut, aber das ist ja deren Job. Also wenn du zu einem Therapeuten, zu einem Sexualtherapeuten gehst, das ist eine Serviceleistung, dafür ist er ausgebildet, dafür bekommt er sein Geld. Und die Frage ist nur das Problem, dass du einen deines Vertrauens finden musst. Ich denke, dass du alle Energien da reinpumpen musst, so einen Menschen zu finden, bevor nicht irgendetwas Schlimmes passiert, was du dein Leben lang bereuen wirst und wo du vielleicht das Leben eines anderen Menschen massiv eingreifst oder gar zerstörst. Ja. Ich habe so viele Geschichten hier in dieser Sendung schon gehört von sexuellem Missbrauch an Jugendlichen und Kindern, dass es mir den Magen rumdreht, wenn ich daran denke. Und auch wenn man da, du wirst jetzt sagen, es ist jetzt kein aggressiver Akt und ich würde das liebevoll machen und so. Trotz allem, ein ganz klares Nein. Ja. Ich würde dich gerne mit unserem Psychologen verbinden. Ja. Bezüglich Kontaktaufnahme zu einem wirklichen Fachmann, dass der dir ein paar Tipps geben kann. Ja, gerne. Okay, bleib in der Leitung. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Der Jörg ist dran, 23 Jahre. Hallo. Jörg. Hallo Domian. Hallo Jörg. Ja. Also, ich habe halt Probleme im Moment mit meiner Beziehung. Hast du ein Funktelefon? Ja, leider ja. Ich weiß nicht, ob wir lange reden können. Wir versuchen das mal. Die Leitung klingt nicht gut. Ja, es liegt daran, dass im Moment hier nicht gerade so tolle Netzverhältnisse sind. Aber ich stelle eben mal einen Ausgang an, ja? Kleinen das Augenblick. Sollte man vorher tun, mein Lieber. Ja, nur das Problem für mich war einfach nur, dass der Akku auch leer war. Ja. Und das hat einfach irgendwie nicht mehr hingehauen. Ich hab sie gleich dran. Mhm. Wir haben jetzt. Da bin ich schon dran. Ja. Kein Problem. Siehst du, nur ist doch viel schöner. Ja? Ja. Also, Jörg. Ja, also irgendwie meine Freundin, mit der hatte ich vor 2 Wochen einen kleinen Disput und die ist 21. Mhm. Und irgendwie hat sie mir dann gesagt, so, wir sehen uns eine Woche einfach mal nicht. Mhm. Und telefonieren auch nicht. Mhm. Und irgendwie. Weswegen hattet ihr denn Disput? Ach, irgendwie, weißt du, wirklich irgendwelche Scheiße. So. Ich kann mich im Grunde auch nicht mehr daran erinnern. Es war wirklich dumme Sache so. Ne? Mhm. Also es war wirklich eine total blöde Sache. Nebensächlichkeiten. Einfache Nebensächlichkeiten, ja. Also deswegen verstehe ich das Ganze auch nicht. Okay, dann habt ihr vereinbart, wir machen jetzt erstmal Kontakt. Ja, sie hat es vereinbart. Ja. Ich war damit ja eigentlich gar nicht einverstanden. Eine Woche, sagtest du gerade? Ja, sie sagte einfach, eine Woche sehen wir uns nicht und telefonieren auch nicht. Und in dieser Woche hat ein Freund von mir eine Party gemacht. Und irgendwie habe ich dort durch einen Bekannten eine Frau kennengelernt. Mhm. Und diese Frau war irgendwie wohl im Endeffekt ziemlich fasziniert von mir. Mhm. Die ist 31. 31? 31, ja. Und die ist so fasziniert, dass sie im Endeffekt sogar jetzt
mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Wegen dir? Wegen mir. Aufgrund des einen Treffens? Ja, es ging dann weiter mit Telefonaten und sie hat mich besucht und alles. Ja. Ja, also sie, meine Freundin wohnt in Recklinghausen, sie wohnt in Düsseldorf, ich wohne in Wuppertal. Ja. Und sie hat echt keine Mühen und Scheuen, nichts, gar nichts, irgendwie Kosten und gar nichts, sondern ist einfach zu mir gekommen. Die und ist ganz verrückt nach dir. Die ist total verrückt nach mir, ne? Bist du denn verrückt auch nach ihr? Ja, das kann ich im Moment irgendwie nicht entscheiden, weil ich mich mit meiner Freundin auch wieder ziemlich gut verstehe. Ja. Weil die nach dieser Woche haben wir uns getroffen und irgendwie neu anfangen so. Ja. Womit ich auch eigentlich im Grunde noch nicht zufrieden war. Also, das heißt jetzt, du sitzt zwischen zwei Stühlen. Ich sitze total zwischen. Und weißt nicht, was du machen sollst. Ich weiß absolut nicht, was ich machen soll. Wie gut findest du denn diese neue Frau? Ja, es ist halt so ein Reiz, ne? Mhm. Es sind wie 9 Jahre Unterschied. Mhm. Oder 8 Jahre Unterschied. Ja. Und das ist halt dieser Reiz, der da irgendwie ist. Wie ist denn dein Empfinden zu der Freundin? So. Ja, ich würde sagen, also es ist auf jeden Fall nicht mehr das, was es mal war. Mhm. Ne, also allein diese Woche so war irgendwie total komisch für mich. Also irgendwie. Wie lange wart ihr zusammen? Seid ihr zusammen? Wir sind 3 Jahre zusammen. Mhm. Ja. Und auch irgendwie hat sich das alles so eingespielt, dass es irgendwie einfach normal geworden ist. Mhm. Die Luft ist so ein bisschen raus. Ja, die Luft ist wirklich raus. Mhm. Und irgendwie. Du würdest also auch nicht mehr so sagen, ja, ich bin in sie verliebt noch. Das würdest du so klar nicht sagen. Ja, verliebt bestimmt nicht mehr. Also es ist wirklich schon eher diese Sache so, diese Normalität in der Beziehung. Ja. Ne? Und jetzt kommt diese neue Frau, aber irgendwie, weißt du, du denkst natürlich darüber nach, was passiert, wenn. Mhm. Wenn ich jetzt mit meiner Freundin zusammenbleibe, dann ist nach einem Monat Schluss. Was, dann ist noch, das denkst du so, es könnte sein, meinst ja, du? Ja, es könnte halt einfach sein, so, weißt du, ist nach einem Monat Schluss, aber der anderen Frau habe ich gesagt, da läuft nichts. Ja, was sagt denn eigentlich deine Freundin dazu? Wie steht die zu dir? Also ich war natürlich auch irgendwie, sag ich mal, ein bisschen dumm und habe ihr ein bisschen was davon erzählt, dass ich sie halt kennengelernt habe. Mhm. Es kam dadurch, dass sie mich, dass ich sie gefragt habe, na und, war ein bisschen blöd von mir, und hast du jemanden in der Woche kennengelernt oder warum ist das eigentlich passiert? Und sie so, ja, ich habe niemanden kennengelernt, aber wie sieht's denn mit dir aus? Und da hast du das erzählt. Und wie hat sie reagiert? Da habe ich natürlich sofort irgendwie, klack, ne, nicht mehr nachgedacht, sondern sofort, ja klar. Ja. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt darauf? Ja, eigentlich nicht, sondern sie hat so ein bisschen nachdenklich gestimmt und hat dann halt so Fragen gestellt, ja, wie stellst du das eigentlich jetzt weiter vor? Und also ich bin eigentlich noch verliebt und alles so. Also sie will mit dir zusammen sein? Sie will eigentlich mit mir zusammen sein. Und hast du zu ihr gesagt, dass du quasi der anderen Frau gesagt hast, ich will nichts? Ich habe der anderen Frau davon nicht gesagt. Ach, das hast du auch nicht gesagt? Ich habe es noch nicht gesagt. Ja, ja. Sie weiß auch, dass ich mit meiner Freundin noch zusammen bin. Ja, das ist immer so ein, das ist immer so ein schwieriges Problem. Da muss man immer abwägen, wenn man mit jemandem lange zusammen war, da hat das natürlich auch seine Qualität. Und ja, man hat, klar, gut, man hat Erfahrungen miteinander gemacht und man hat sich. Eben, man denkt auch so ein bisschen an die Zukunft. Irgendwie schon, auch jetzt mit 23. Man denkt schon, irgendwie, das ist schon irgendwie was Festeres, Längeres. Das ist irgendwie schon, ne? Andererseits musst du natürlich auch ganz für dich, ganz alleine entscheiden, ob die Liebe stark genug ist, dass man das weiterführen kann. Und du sollst dich ja auch nicht langweilen, ne? Genau, wenn die Luft völlig raus ist. Und deswegen kommt halt diese interessierte Frau und auch sehr interessante Frau. Weil ich sag mal so 31, 23, ne, das ist natürlich schon irgendwie sehr interessant für mich, finde ich. Weil gerade auch, ich sag mal so, mein Freund, der ist auch 23 wie ich. Und hat gerade eine 29-Jährige kennengelernt und ist mit ihr zusammen. Ja, da ist wirklich ganz schwer, eine Meinung zu sagen von außen. Ne? Weil er, du das letztendlich. Hin und weg. Ja, okay, das ist aber jetzt egal, ob er nur hin und weg ist für dich. Wichtig ist wichtig ist für dich zu entscheiden, wie sehr liebe ich noch meine alte Freundin. Mhm. Und wenn das nicht mehr so dolle ist und wenn du selbst da denkst, naja, es ist vielleicht doch das meiste weg schon, ja, dann müsste man da wahrscheinlich auf Distanz gehen oder es beenden, das Ganze. Ja, das kam halt auch so dazu, dass sie dann auch an diesem Tag, wo wir uns wieder versöhnt haben, mehr oder weniger, fing sie halt auch mit dem Neuanfang an und fing auch gleichzeitig an, ja, dann lassen wir das auch mit dem sexuellen Wissen sein.
Ne? Also da fangen wir auch neu an und lassen es neu angehen und warten erstmal wieder. War da denn auch nicht so viel gebacken mehr in der letzten Zeit? Nee, eigentlich nicht. Auch nicht mehr? Nee. Hört sich alles nicht so gut an? Ja. Mit der alten Freundin. Deswegen, ich bin, wie gesagt, ich bin im Moment in Frankfurt und meine Freundin ist in Recklinghausen, sie ist in Wuppertal, in Düsseldorf. Mhm. Sie würde auch aus Düsseldorf direkt nach Frankfurt kommen, um mich einfach nur einen Tag hier zu besuchen. Mhm. Mhm. Und meine Freundin, die telefoniert noch nicht mal mehr mit ihr, so ungefähr, weil es so weit weg ist. Tja. Ne? Und jetzt stehe ich natürlich da, ich bin total fertig, also den ganzen Tag schon. Mhm. Und das Problem ist, ich arbeite den ganzen Tag auf einer Messe und... Dann mach's doch so, Jörg, wenn es, dann gib dieser alten Beziehung doch nochmal eine Chance von zumindest ein paar Wochen. Mhm. Guck doch mal, wie so ein Neuanfang, sagen wir mal einen Monat, wie das aussieht. Ob das wirklich in die Gänge kommt oder nicht. Und dann entscheidest du das, weil du jetzt ja noch viel zu unsicher bist. Ja, sicher. Aber wie sieht das aus? Wie halte ich denn die andere Frau dabei? Das weiß ich auch nicht. Ne? Du kannst halt nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen. Eben, du musst dich für eine Sache erstmal entscheiden und dann die durchziehen. Mehr kann ich auch nicht sagen dazu. Mein Lieber, sieh mal zu, dass du aus dem Patten kommst. Ja. Ich hoffe doch. Tschüss, mach's gut. Ja, danke. Ciao. Kleine Musikpause. Es geht weiter, Talkradio. Hier auf 1 Live im Radio und im WDR Fernsehen. Heute Nacht offene Sendung, offenes Thema. Ihr ruft an, könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. 0130 29 11. Und jetzt auf vielfachen Wunsch. Wir kriegen so, so viele Anrufe und Faxe. Noch einmal die Telefonnummer und jetzt die richtige Telefonnummer von der Dornier Stiftung zum Thema Angst. Angstkrankheiten, Christoph Dornier Stiftung. Die Telefonnummer lautet für Münster 0251 und dann 4810400. Ich wiederhole nochmal 0251 4810400. Dornier Stiftung. Luise, 29 Jahre. Ja, hallo Domian. Erstmal wollte ich dir danken, dass du dem Vorredner gesagt hast, er sollte einen Therapeuten zu Rate ziehen. Also dem. Ja, mit den kleinen Jungs. Ja, genau. Ja. Denn ich bin Opfer. Du bist Opfer? Ja, ich bin... Inwiefern? In frühester Kindheit missbraucht worden von der ganzen Familie. Von der ganzen Familie? Ja. Wie das? Ja, also mein Vater hat sich Freunde eingeladen. Und mit denen ist dann mit mir getrieben und meine Mutter hat zugeguckt, deshalb gilt sie mit zu den Tätern. Mein Bruder ist hinterher noch dazugekommen und ja, ich bin eben dadurch multiple geworden. Und ich rufe eigentlich an, ich wollte am Dienstag schon in die Sendung für außergewöhnliche Krankheiten. Ja. Und ich wollte einfach so ein bisschen davon erzählen, wie es ist, multiple zu sein, damit andere Leute das mal nachvollziehen können, was sie damit anrichten. Bevor ich jetzt frage, was multiple ist, noch eine Frage zu dem, was du vorher gesagt hast. Ja. Das klingt ja extrem horrormäßig. Ja, ist es. Wie alt warst du und über wie viele Jahre hast du das ertragen müssen? Ungefähr von 6 Monaten an bis zum 17. Lebensjahr. Von 6 Monaten an? Ja. Als du 6 Monate alt warst? Mhm, bis zu deinem 17. Lebensjahr? Ja. Das ist ja unglaublich. Also bis ich dann zu Hause ausgezogen bin. Und die Mutter hat das geduldet? Die hat zugeschaut? Ja. Und von der Außenwelt hat es eigentlich keiner mitbekommen, weil ich die Persönlichkeiten so abgespalten habe, dass ich nach außen hin voll funktioniert habe. Also ich weiß über diese Krankheit so gut wie nichts. Mhm. Dieses Stichwort sagt mir nur, dass das Menschen sind mit sehr vielen Persönlichkeiten in sich. Ja. Das ist so bei dir. Ja, genau.
Ich bin nun auch sicher, dass fast alle unserer Zuschauer und Zuhörer auch nicht so sehr viel wissen darüber. Erzähl doch erstmal etwas über dieses Krankheitsbild. Es ist so, dass immer wieder eine neue Person entsteht, wenn man ein todesnahes Erlebnis hat. Ein todesnahes Erlebnis? Ja, wenn man zum Beispiel Todesängste hat oder körperlich so gequält wird, dann springt man im Grunde in eine andere Persönlichkeit über, weil die eine Persönlichkeit es nicht mehr ertragen kann, bildet man eine neue, die dann wieder einen ganzen Teil ertragen kann, bis sie es nicht mehr aushält und dann bildet man wieder eine neue. Und das sind Persönlichkeiten, die in dir existieren? Ja. Und zu denen du dann auch so ein vollkommenes Ich-Empfinden hast? Das bist du dann in dem Moment? Ich kriege, also bevor ich mit der Therapie angefangen habe ich die verschiedenen Persönlichkeiten gar nicht mitbekommen. Ja. Also ich habe im Grunde gelebt, wusste, dass ich eine psychische Erkrankung habe, aber wusste nicht, dass ich verschiedene Personen in mir habe. Mhm. Die waren also so abgespalten voneinander. Also man kennt ja so dieses klassische Bild des Schizophrenen. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ich sage nur mal so, das ist so sehr bekannt, ne? Dass man sagt, das sind zwei eigenständige Entwicklungen in einem Menschen. Das ist damit nicht vergleichbar. Nein. Also ich bin dann auch ganz anders. Wenn zum Beispiel ein Kind von mir rauskommt, dann bin ich ein Kind. Mhm. Dann habe ich ganz andere Gesichtszüge, eine ganz andere Stimme. Empfindest du dann auch wie ein Kind? Ja, dann bin ich dieses Kind. Ja, dann kann ich zum Beispiel auf einmal nicht mehr lesen oder nicht mehr schreiben. Und du hast auch kein Bewusstsein dann darüber, dass dieses jetzt ein Teil deiner Persönlichkeit nur ist. Du bist vollkommen eingenommen dann von diesem Kind. Ja. Du hast dann auch keine Erinnerungen an alles andere, was dein Leben betrifft? Nein, also inzwischen ist es so, durch die Therapie kriege ich schon untereinander was mit. Ja. Zwischen den einzelnen Persönlichkeiten, was ich vorher überhaupt nicht hatte. Wie viele Persönlichkeiten sind das in dir? Im Moment ungefähr 20, aber da werden sicherlich noch einige zukommen. 20 Persönlichkeiten? Ja. Mit welcher rede ich jetzt? Mit Luise. Gibt es eine Hauptpersönlichkeit? Ja. Ist das jetzt diese, mit der ich rede? Ja, also ich bin die Außenperson im Moment. Du bist die Außenperson? Ja. Aha. Und die Persönlichkeiten können miteinander nicht in Kontakt treten? Doch, inzwischen schon. Ja. Also ich mache jetzt 5 Jahre Therapie mit der jetzigen Therapeutin, also 12 Jahre Therapie mache ich überhaupt schon. Mhm. Und jetzt 5 Jahre Therapie mit einer Therapeutin. Und die ist da auch ziemlich spezialisiert drauf. Und also ich habe schon die anderen 20 kenne ich. Also ich kriege das auch mit, was die erzählen oder wie die sich verhalten oder sonst irgendwas. Ja. Aber es passiert immer noch wieder, dass du dich nicht daran erinnern kannst, ich habe Zeitverluste einfach. Ja, das meinte ich, ja. Ja, also ich fahre meinetwegen, ich habe mich zum Beispiel vor dem Haus meiner Eltern wiedergefunden und wusste überhaupt nicht, wie ich da hingekommen bin. Wie lange hält denn so eine Persönlichkeit, so eine Persönlichkeit an? Das ist völlig unterschiedlich. Manchmal dauert es nur 2-3 Sekunden, manchmal Tage, völlig unterschiedlich. Ich meine, du bist jetzt sehr lange in Therapie, deswegen wird es wahrscheinlich nicht passieren. Es könnte aber rein theoretisch passieren, oder wenn wir uns vor 5 Jahren unterhalten hätten, dass während dieses Gespräches jetzt du Wechsel stattfindet, ein paar Sekunden umschaltest. Ja, auf jeden Fall. Das wird jetzt aber wahrscheinlich nicht passieren. Das passiert nicht, nein. Ja. Das habe ich unter Kontrolle. Kannst du in so ein paar Stichworten mal die zumindest so ein paar Persönlichkeiten beschreiben? Eine hast du schon genannt, also ein Kind. Also es gibt zum Beispiel Lisa, die ist 6 Monate alt. Mhm. Dann Simone ist 5. Dann habe ich einen Jungen, der heißt Tigrip. Ach, man nimmt auch Persönlichkeiten des anderen Geschlechts an? Ja. Ja. Dann einen älteren Jungen, der ist Starfleet. Dann gibt es noch... Die haben auch Namen dann, diese... Ja, die haben alle verschiedene Namen. Woher kommen diese Namen? Die haben sie sich selber im Grunde gegeben. Mhm. Also Tigrip ist zum Beispiel der umgekehrte Name von Birgit. Mhm. Weil ich in der Kindheit Birgit, also mein Geburtsname ist Birgit. Und früher sind so Wortspiele gewesen, dass wir die Wörter einfach umgedreht haben. Und dadurch ist eben Tigrip entstanden. Mhm. Ja. Gibt es auch Persönlichkeiten, die, weiß ich jetzt, besonders aggressiv sind? Ja, es gibt zum Beispiel eine Person, der Tigrip, der zerschneidet mir immer die Arme. Also richtig ernst zu nehmen, sodass die jedes Mal genäht werden müssen. Das heißt, dann zerschneidest du dir selbst die Arme? Ja. Ja. Und bist dann ganz erstaunt, wenn das wieder umschlägt und du siehst dann die zerschnittenen Arme. Ja, und dann muss ich, also damit ich im Grunde diejenige, die ins Krankenhaus fahren muss, das nähen lassen muss. Mhm. Weil die Gruppe ist ja dann wieder weg. Mhm. Oder es gibt auch eine Person, die geht regelmäßig auf den Strich.
weil die es einfach nicht anders gelernt hat. Tust du das dann auch wirklich? Ja. Nee, ich meine, gehst du dann wirklich auf den Strich auch? Ja, ich nicht, aber die Person. Aber die Person, das ist dann ja. So... Also mein Körper im Grunde schon. Mein Körper, also die Person ist ja dann in meinem Körper. Ja. Wir haben ja nur einen Körper. Wir haben verschiedene Persönlichkeiten, aber nur einen Körper, ja. Ist ja ganz klar. Und also geht der Körper steht dann da eben am Strich. Der steht dann wirklich am Strich? Ja. Mhm. Der verdient sich dann richtig das Geld. Ist es dir denn schon passiert, dass du aufgewacht bist? Also aufgewacht ist nicht das richtige Wort. Dass die Persönlichkeit umschlug, während du mit einem Freier zusammen Nein, warst? Das ist nicht passiert. Aber ist es schon passiert, dass ich nächsten Morgen nach Hause gekommen bin und gedacht habe, warum habe ich so viel Geld im Portemonnaie und ich wusste nicht, woher. Mhm. Sind das Persönlichkeiten, die alle irgendwie mit dir und deiner Vergangenheit in irgendeinem Zusammenhang stehen? Ja. Sind die erklärbar, wie die entstanden sind? Nein, bis jetzt noch nicht. Mhm. Also ich denke, wenn das Puzzle zusammengesetzt ist und die Traumabearbeitung abgeschlossen ist, wenn dieses Puzzle zusammengesetzt ist, wird das schon so sein, dass die verschiedenen Personen auch für verschiedene Situationen da sind. Erfahrungen? Ja, klar. Mhm, einige... Ja. Zum Beispiel Simone weiß überhaupt nichts von dem Missbrauch. Mhm. Oder sie wusste nichts von dem Missbrauch. Ja. Sie war im Grunde ein ganz glückliches Kindergartenkind. Und die kriegt jetzt so langsam was mit. Hast du nicht am Anfang sehr große Angst vor dir selbst gehabt, als du noch gar nicht wusstest, was da in dir vorgeht? Ich habe ja nie anders gelebt. Ich habe ja immer mit den verschiedenen Persönlichkeiten gelebt. Ich habe es ja gar nicht anders kennengelernt. Ich habe das immer als normal angesehen. War das vielleicht auch die Reaktion des kindlichen Körpers auf diesen Horror? Ja, klar. Damit irgendwie zurande zu kommen? Ja, sicher. Ja? Mhm. Du bist 29 Jahre alt, seit 5 Jahren in Therapie. Ist es dir dann wie Schuppen von den Augen gefallen? Nee, meine Therapeutin hat mir das gesagt, ja. Dass sie den Verdacht hätte. Und da habe ich erstmal alles von mir gewiesen. Ich hatte totale Panik, als sie das gesagt hat. Ich könnte mir vorstellen, alle haben das, nur ich nicht. Ja, genau. Nicht. Wenn man so aufgewachsen ist, hat man ja auch so ein Ich-Verständnis. Ja. Ne? Du konntest dann ja gar nicht abstrahieren, dass es Menschen gibt, die nur in einer Ich-Weise denken. Ja. Mhm. Also ich habe das immer abgestritten, habe immer gesagt, die spinnt. Das, alle haben das, nur ich nicht. Mhm. Auf keinen Fall ich. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich zugebe, dass ich mich abspalte, gebe ich ja auch die Traumata zu. Gebe ich ja auch zu, dass was ganz Schlimmes passiert ist. Und dann muss man ja auch erstmal fertig werden. Kann man denn, wenn man so etwas hat, so eine Krankheit, ein relativ normales Leben führen? Kannst du arbeiten gehen? Nee, kann ich nicht. Schaffe ich nicht. Ja. Also ich bin bis letztes Jahr arbeiten gegangen, ich bin immer noch krankgeschrieben. Und ich hoffe, dass ich auch erstmal für 2 Jahre Zeit berentet werde, damit ich meine Therapie abschließen kann, um dann wieder ganz normal arbeiten zu gehen. Also ich habe schon einige Ausbildungen gemacht, immer wieder abgebrochen. Mhm. Ich war ungefähr 5 Jahre meines Lebens in Psychiatrien, ja. Unter Medikamenten, weil die alle gedacht haben, ich wäre schizophren, ja. Oder ich hätte Borderline oder sonst irgendwas. Ja. Und ja, halt, ich habe sehr viel Verluste eigentlich auch dadurch. Ja, das ist erlebt. Ja klar. Und deshalb hat mich das vorhin total geschockt, als dieser Mensch da am Telefon war und das mit diesem kleinen Jungen erzählt hat. Also wie kannst du uns erklären, dass du nach dem, was du durchgemacht hast und auch noch immer durchmachst aufgrund dieser seelischen Erkrankung, so völlig normal wirkst und ganz selbstbewusst und eigentlich total gesund? Ja, das merkt man mir nicht an. Also, überhaupt nicht. Wenn ich durch die Stadt laufen würde oder so, wird das keiner sehen. Ja. Das ist auch eine Schwierigkeit, weil es nimmt einem keiner ab, dass man psychische Probleme hat, weil ich eben immer so fit wirke. Ja. Und dieses Fitwirken hat eben mit dieser Krankheit zu tun. Ja, klar. Ja, das ist also ich bin die Person, die nach außen hin funktioniert. Ja. Ich sitze jetzt hier vor dem Fernseher, gucke mir das Fernsehen an und sitze hier mit dem Schnuller. Und bis ich dran gekommen bin, habe ich die ganze Zeit den Schnuller im Mund gehabt, damit ich nicht heule. Ja. Aber das merkt ja keiner. Lebst du alleine? Ja. Ja. Hast du je die Fähigkeit auch mal in dir entwickeln können, nach all diesem, was passiert ist, einen Menschen zu lieben? Nein. Nein. Also ich fange jetzt an, was heißt zu lieben? Also so auf der sexuellen Ebene oder überhaupt jemanden? Ich meine beides eigentlich. Auf der sexuellen Ebene überhaupt nicht. Mhm. Und einen Menschen zu lieben, jemanden lieb haben, da fange ich jetzt so langsam mit an. Ja. Du sagtest du gerade, es sind 20 Persönlichkeiten in dir und es könnten noch mehr werden. Ja. Warum glaubst du das? Ja, weil ich glaube, dass es immer noch Personen gibt, die ich noch gar nicht kennengelernt habe. Wenn ich in der Therapie sitze, ich mache 3-mal in der Woche Therapie
Und wenn ich in der Therapie sitze, passiert es auf einmal, dass ich wechsle und dann ist da eine Person, von der ich noch nichts mitkriege. Mhm. Und meine Therapeutin erzählt mir dann hinterher, was gelaufen ist. Mhm. Und dann hat sich im Grunde wieder eine neue Person vorgestellt. Besteht denn die Hoffnung, dass diese Krankheit durch die Therapie vollkommen irgendwann auskuriert, ausgeheilt wird? Das kommt darauf an, wie ich das möchte, wie ich das auch schaffe. Mhm. Also ein Ziel wäre, dass sich Personen integrieren ineinander. Mhm. Also verschmelzen. Dass einige Personen zusammen verschmelzen. Das würde dir das Leben vereinfachen? Ja, natürlich, Ja. Und ich glaube nicht, dass es so weit gehen wird, dass alle Personen miteinander verschmelzen. Es werden sicherlich immer noch einige einzeln bleiben, weil sie auch einzeln bleiben wollen. Mhm. Ist es denn so, dass du zumindest darauf hoffen kannst, irgendwann auch ohne einen Therapeuten leben zu können? Ja, auf jeden Fall. Das schon, ja. Klar. Luise, ich würde dich gerne fragen, auf das zurückkommend, was du am Anfang erzählt hast. Gibt es irgendeinen Kontakt noch zu dieser Familie? Nein. Nein, aber die leben alle noch? Ja. Ja. Mhm. Gab es irgendwelche strafrechtlichen Geschichten? Nein. Möchtest du auch nicht? Nein. Mhm. Wann hast du dich von der Familie losgelöst? Mit 17, 18? Ja, also abgeschrieben, die Familie abgeschrieben habe ich erst vor anderthalb Jahren. Mhm. Aber du bist aus dem Haus gegangen in dem Alter? Ja. Mhm. Kannst du überhaupt das beschreiben, was du heute noch empfindest, wenn du an diese Leute denkst? Kriege ich Angst. Mhm. Ich habe immer wieder Angst, dass sie mich wieder einholen. Mhm. Immer wieder Angst, dass das, was früher war, ja, mich wieder einholt oder dass das wieder zurückkommt, dass sie mich wieder in den Griff kriegen. Zeigst du sie nicht an, weil du Angst hast vor der enormen Belastung, die damit verbunden ist für dich? Ich zeige sie nicht an, weil ich Angst habe, dass ich es nicht beweisen kann. Ja. Dass ich vor einen Richter komme, der sowas bagatellisiert und der sagt, ach, ist ja alles nicht so schlimm. Mhm. Was meint deine Therapeutin dazu? Die unterstützt mich, das ist okay für sie. Ja. Wenn ich das nicht will, dann will ich das nicht. Ja. Man kann ja keinen dazu zwingen. Nee, natürlich nicht. Es ist nur, als Außenstehender denkt man, da kriegt man ja als Außenstehender schon einen ungeheuren Hass, dass man denkt, dass diese Leute jetzt ungeschoren davon kommen. Aber das ist dein Bier, wenn du es so entschieden hast, ist das so. Liebe Luise, danke für deinen Anruf. Ja, ich wollte noch sagen, also das ist jetzt nicht, dass ich das erzählt habe, um mich da irgendwie interessant zu machen oder so, sondern einfach, weil ich die Leute mal aufklären wollte, was daraus entstehen kann. Mhm. Weil ich denke, es gibt ganz viele Multiple und die werden von ganz, zum Beispiel von Krankenkassen oder so, überhaupt nicht anerkannt. Mhm. Und es ist eine Krankheit und es ist einfach ganz wichtig, dass mehr Leute diese Krankheit eben kennenlernen. Das ist sehr umstritten, ne? Werden. Es ist umstritten und auch in der Psychologie umstritten, ne? Ja, das Krankheitsbild, völlig. Aber es existiert. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Uwe, 32 Jahre, hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Uwe. Ja, bei mir geht es um das Thema Spielsucht. Spielsucht? Ja. Ja. Und zwar, ich komme aus den neuen Bundesländern. Ja. Und ich bin also seit der Wende Spieler an Spielautomaten. Seit der Wende schon? Seit der Wende. Wie viel verspielst du? Ich habe jetzt in der gesamten Zeit 50.000 Mark verspielt, ungefähr, also Schulden. Das heißt, du hast 50.000 Mark Schulden? Ja. Ja. Und hängst jeden Tag irgendwo in dieser Spielhalle? Ja, ich muss das so sagen, ich war jetzt vor einem Jahr, habe ich durch die Spielerei eine Straftat begangen. Ja. So dass ich dadurch ins Gefängnis kam. Also ich habe sozusagen die Bank ausgeraubt. Mhm. Und man hat mir zwar damals eine Chance gegeben, aber durch persönliche Probleme, so innerliche jetzt, habe ich Angst, dass ich wieder rückfällig werde. Mhm. Wie lange hast du denn jetzt ausgesetzt? Ja, ich hatte ein halbes Jahr aufgehört. Ja. Und jetzt bin ich aber wieder so einigermaßen wieder drin. Das heißt noch nicht fest, so wie vorher. Aber du hast schon wieder angefangen damit? Ich habe schon wieder angefangen. Das ist ja schon die Hölle, ne? Deswegen ja. Ja. Und ich weiß keine Möglichkeit, wie ich da unbedingt rauskomme. Mhm. Hast du mit irgendwelchen Leuten mal Kontakt gehabt, die dir da vielleicht ein bisschen helfen könnten? Ich hatte so eine Therapeutin. Mhm. Aber das hat auch nicht so viel gebracht. Mhm. Und ich
aber also sozusagen gar keinen, mit dem ich mich so unterhalten kann darüber. Ja. Ich weiß, Uwe, dass das ist in ganz Deutschland, sicher auch jetzt in Ostdeutschland mittlerweile, die anonymen Spielsüchtigen gibt. Hast du davon schon mal gehört? Nee, eigentlich noch nicht. Nee, es gibt die anonymen Alkoholiker. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Davon ja. Ja, das sind also Leute, die, also alles Alkoholiker, die alle in der gleichen Weise betroffen sind und sich in einer Selbsthilfegruppe organisiert haben, sich treffen und sich gegenseitig dann eben auch helfen. Und das gibt es auf Spiel und Spielsucht bezogen auch. Ich finde, denke, dass das für dich eine ganz gute Anlaufstelle wäre. Das ist schon mal gut. Ja, deswegen auch an dich jetzt mal die Bitte, am Telefon zu bleiben. Und wir versuchen dir eine Kontaktadresse in deiner Umgebung zu geben. Wunderbar. Okay. Domian, da wollte ich noch eins sagen. Ja. Deine Sendung finde ich also super. Danke. Und ich verpasse kaum eine Sendung. Dankeschön. Gut. Das hören wir gerne. Danke. Ciao. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Danke. Jetzt ist die Gela. Der ja. Gela? Die Gela. Ja, Gela. Hallo. Gela, 27 Jahre. Genau, hallo. Ich habe folgendes Problem. Und zwar bin ich mit einem Mann verheiratet, der schon mal verheiratet war. Also mit einem geschiedenen Mann bin ich verheiratet. Das ist ja noch nicht so schlimm. Bin die sogenannte Zweitehefrau. Ja. Das ist nicht schlimm. Das Problem ist nur, die Ex-Frau terrorisiert bis zum geht nicht mehr. Das sieht also so aus, dass sie von Hagen nach Dortmund kommt, da wo ich wohne, ja. Klingelmännchen macht, mich draußen abfängt mit meiner 2,5-jährigen Tochter, an das Kind schon dran gegangen ist. Ich kann nichts machen, ich kann vor Gericht keine einstweilige Verfügung erwirken, weil das alles Familienstreit ist, ja. Sagt der Richter. Wie lange läuft das jetzt schon? Das läuft jetzt 5 Jahre. Solange ihr verheiratet seid? Ja. Und ich habe meinen Mann auch kennengelernt, wie er schon 2 Jahre getrennt war von seiner ehemaligen. Also ist die Frau völlig gestört? Ja, wir haben ein Gutachten, beziehungsweise vom Gericht ist ein Gutachten erstellt worden über meinen Mann, ja. Und über diese Ex-Frau. Und da wurde auch reingeschrieben, dass die Frau psychologische Hilfe in Anspruch nehmen muss, müsste. Mhm. Aber der Richter sagt, man kann sie dazu nicht zwingen. Mhm. Ja. Ja. Und es geht also auch um das erste Kind aus erster Ehe. Warum wir beide kämpfen, mein Mann und ich. Mhm. Und sie stellt sich total quer, dass ich dann irgendwann, ist mir der Kragen geplatzt, und da habe ich eine Selbsthilfegruppe für geschieden und getrennt lebende Männer gegründet, weil also fast jeder zweite Mann davon betroffen ist. Und die Zweitfrauen, die haben im Grunde genommen gar keine Rechte, mhm. Nur Pflichten. Du hast die für Männer gegründet? Ja, aber du machst da auch selbst mit? Ich mache da auch selbst mit, ja. Ja. Wir waren auch schon im Fernsehen, also es gab schon einen sehr schönen Bericht von uns. Ja. Nur wie gesagt, also im Grunde genommen hilft es mir persönlich gar nicht. Ja. Ne? Sag doch mal noch ein paar andere Beispiele, wie diese Frau euch terrorisiert. Telefonterror, aber das ist ja nicht so wild. Man kann ja einen Hörer wieder auflegen, mhm. Ne? Nur wenn meine Tochter mal dran geht und Hallo sagt und sie sagt dann, pass mal auf, du hast böse Eltern, dann rennt meine Tochter den ganzen Tag durch die Wohnung, ja, und erzählt ja. mir das, ja. Ne? Also so, ich muss meiner Tochter schon verbieten, dass sie nicht mehr, also sie darf also eigentlich nicht mehr ins Telefon gehen. Mhm, ne? Oder eben, dass wir dann also wirklich 4-mal, 5-mal, beziehungsweise ja im Monat eine Anzeige bekommen, die dann irgendwann mal wieder eingestellt wird. Mhm. Angeblich wäre ich nach Hagen gefahren, hätte Klingelmännchen gemacht oder hätte die Tür angemalt. Also ein ganz permanenter Psychoterror, der da auf dich ausgeübt wird. Richtig. Auf euch, auf die ganze auf Familie. Auf uns alle, ne? Auf uns alle, das ist es ja. Auf das Kind vor allem auch mittlerweile. Das ne? ist ein, solche Sachen, das ist ein ganz großes Problem. Ja. Das brauche ich dir nicht zu sagen. Wenn man dieser Leute nicht habhaft werden kann. Das ist ausgesprochen schwierig. Ihr habt bestimmt auch mit der Polizei Kontakte gehabt. Ja, wir können nichts machen. Wir können ja. wirklich, ich kann nur dann was machen, wenn sie mir praktisch eine scheuert. Mhm. Ich sage es jetzt mal mhm. so, wenn die Polizei sieht das. Ja. So, dann könnte ich eine Anzeige erstatten. Aber das geht alles nicht. Vor Gericht hat sie einmal so ein Theater gemacht und zwar ist unser erstes Kind gestorben. Ja. Und 3 Monate später war eine Gerichtsverhandlung, da ging es um Unterhalt. Ja. Und hat sie das dann erfahren, in der Gerichtsverhandlung hat sich kaputt gelacht. Und mhm. hat gesagt, toll, dann wird mein Unterhalt nicht gekürzt. Prima, was Besseres konnte mir nicht passieren. Ich bin aufgestanden, ich wollte eine scheuern. Ne? Mhm. Dann sagte nur der Anwalt, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie sitzen. Und da habe ich jetzt gedacht, der Richter würde mal irgendwie was sagen. Gar nichts. Mhm. Nichts gemacht, mhm. gar nichts. Mhm. Und das ist permanent so, ne? Das heißt, es gibt jetzt auch gar keine Perspektive, irgendwie was zu machen. Irgendeine Idee. Nee, man kann praktisch nur mal abwarten, bis irgendwann mal der Richter sagt,
die Frau muss in Therapie. Mhm. Vorher können wir nichts machen. Wir können eigentlich nur eins machen, ruhig bleiben. Ich würde dir gerne raten, Gela, wenn du es nicht eh schon gemacht hast, doch egal, auch wenn ihr schon ganz viele Erfahrungen gesammelt habt, mit dem weißen Ring mal zu reden. Kennst du die? Ja, aber der weiße Ring hat ja damit nichts zu tun. Das ist absolut, ich kenne einen aus dem weißen Ring, mhm, und da kann man nichts machen. Man kann nichts machen. Der kann nur dann eingreifen, wenn sie jetzt wirklich Hand anlegt an meiner Tochter. Ja, ich weiß nur, dass der weiße Ring sich mit solchen Fällen auch beschäftigt. Und ich habe ganz gute Sachen von denen gehört. Mhm. Ich denke, es ist eine kleine Möglichkeit, mal nochmal ein Gespräch zu finden, vielleicht mit jemandem. Willst du die Telefonnummer haben? Hast du die? Die habe ich. Die hast du. Die habe ich. Was ich nur damit sagen wollte, ist also, es wird so oft in den Medien gesagt, die Männer sind die Bösen. Und ach, es wird immer auf die Männer rumgetrampelt, mhm, in jeder Talkshow. Also ich finde es manchmal zum Kotzen auf, mhm, gut Deutsch. Und im Grunde genommen, dann sitzen die Frauen da und jammern, sie kriegen, mhm, keinen Unterhalt. Und die Männer sind alle schlecht und schlechte Väter und drücken sich vor allem. Es ist im Grunde genommen, natürlich gibt es immer Männer, das die gibt es, aber es gibt umgekehrt eben, aber in deinem Fall sieht man das ja auch und Horrorgeschichten. Es ärgert mich dann immer maßlos, wenn ich da sitze und mir das anhöre. Ja. Ich meine, ich kann den Fernseher auch ausschalten. Aber trotzdem, mich ärgert es furchtbar, weil einfach die Männer, ich sag mal, die haben wirklich nur Pflichten, ja, aber Rechte sehr wenig. Ne? Liebe Gela, jetzt, ja, habe ich noch die Simone, gut, am Telefon. Ich wünsche euch viel Glück, wie immer das auch jetzt weiterläuft. Danke. Da. Tschüss, ja, tschüss, ciao. Simone, 30 Jahre. Ja, hallo, Simone. Domian. Ja, wir beide reden jetzt noch. Ja, guten Morgen. Hallo. Ich bin das erste Mal heute in eurer Leitung. Ja. Total aufgeregt. Nicht, ist halb so schlimm. Ich finde euer Team total super. Ja, danke. Und dich auch. Danke. Ich habe eigentlich ein ganz anderes Thema heute noch. Ja. Von gestern noch das Thema eigentlich. Fetisch. Ja, Fetischismus. Genau. Ja, genau. Jetzt hören wir noch eine Schweinerei zum Schluss. Oh, das ist eigentlich eine süße Schweinerei. Erzähl. Ich bin mit meinem Mann 12 Jahre verheiratet. Ja. Und bevor wir ins Bett gehen, wir zwei, dann mache ich ihm immer eine Nuckelflasche mit Schokolade drin oder Milch. Und hinterher kriegt er meinen Nuckel rein. Du machst ihm eine Nuckelflasche? Ja, genau. Mit Schokolade, Kakao, sowas? Ja, genau. Und dann steigt ihr beiden mit der Nuckelflasche ins Bett? Genau. Und dann liegt er neben dir? Ja. Saugt an der Flasche? Genau. Und dann? Und dann schlafen wir zusammen. Und dann schlaft ihr zusammen. Und vorher mache ich ihm vielleicht noch, wenn es gerade so in Stimmung ist, eine Windel rum, unten so, nicht? Ja, das hatten wir gestern ja auch schon ja, mal. Ja, genau, habe ich gehört. Das war ja total super. Und die wird dann hinterher aber abgemacht, nicht? Sonst geht's ja schlecht. Sag mal, turnt dich das an oder turnt dein Mann das an? Beide. Ach, dich auch? Ja. Wenn er da nuckelnd liegt? Genau. Hat er auch so... Er schmatzt dann immer so ganz süß und das hört sich total schick an. Das ist ja schräg. Das ist ja schräg. Wie habt ihr denn diese doch eher abseitige Neigung entdeckt an euch? Na, er hat zuerst vorgeschlagen. Und da hast du nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen? Ich habe erst gedacht, ja, das kann nicht sein. Ja. Aber das erste Mal, das so süß aus, der macht ja auch selber. Er tut ja selber auch die Nuckelflasche nehmen, nicht? Das ist so niedlich. Es ist so niedlich, nicht? Wir haben auch Fotos gemacht, das ist so süß in dem, was da ist. Also, einmal frei. Schick mir mal so ein Foto. Echt? Ja. Würde ich gerne mal sehen. Aber ihr beiden seid glücklich damit. Super, ja. Und ihr könntet euch Sex ohne Nuckelflasche gar nicht mehr vorstellen. Na, sagen wir mal so, nicht immer. Also zweimal oder dreimal die Woche nicht. Ja. Aber ansonsten ohne natürlich, ist ja klar. Hast du das außer uns jetzt schon mal jemand anderem auch erzählt? Nein. Dann bleibt das auch alles unter uns jetzt. Das ist aber toll. Simone, grüß den Mann, ne? Und hast du die Nuckelflasche schon, hast du schon gekocht für heute Nacht? Heute nicht, aber morgen ist wieder ein Tag. Morgen ist wieder ein Tag. Ja. Samstag ist Nuckeltag. Simone, danke für deinen Anruf. Domian, ja, ich muss noch was loswerden. Ja, schnell, schnell. Ich wünsche euch alles, alles Gute für eure Sendung. Danke. Die ist super. Dankeschön. Ich bin ein richtiger Fan. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, jetzt erzähle ich euch, wer im Hintergrund gearbeitet hat. Das waren diese Woche Gerald Baas, Roland Lohr, Olaf Brockmann, Bora Bingül, Achim Kretschmer, Mathilde Kohl, Franz-Jürgen Schmidt und Jürgen Schramm. Ich danke euch fürs Mitmachen, Zuschauen, Zuhören diese Woche. Und wenn ihr Lust habt, können wir uns nächste Woche wiedersehen, wiederhören. Am Montag wieder offene Sendung wie heute. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Leben im Alter, Leben im hohen Alter. Ich wünsche euch ein richtig tolles Wochenende und bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao.